Hallo YouTube, MTX hier. In dem heutigen Darknet-Video wird es um ein Monster gehen, um eine Bestie, um Peter Gerald Scully. Er wurde in Australien 1963 geboren, über seine Kindheit und Jugend ist nicht viel bekannt. Heute weiß man aber, dass er einer der grausamsten Verbrecher unserer Zeit ist. 2011 wurde er lediglich wegen Betrugs verdächtigt und floh von Melbourne in Australien in die Philippinen. Dort fing der eigentliche Horror aber erst an. In den Philippinen dann wurde Peter verdächtigt, einen internationalen pädophilen Ring zu betreiben, der Missbrauchs- und Tötungsvideos von 18 Monaten bis 13 Jahre alten Mädchen in Red Rooms des Darknets stellte. Seine 17-jährige philippinische Frau half ihm, diese Mädchen mit dem Vorwand, eine Hilfsorganisation zu betreiben, in die Falle zu locken. Sein wohl bekanntester Film trägt den Namen Daisy's Destruction. Der Titel lässt bereits auf den Inhalt des etwa 45-minütigen Videos schließen. Er missbrauchte, vergewaltigte, verstümmelte und tötete kleine Mädchen auf grausamste Weise und ließ sie vor laufender Kamera ihr eigenes Grab schaufeln. Am 20. Februar 2015 wurde Peter Scully in einem seiner Luxus-Apartments festgenommen, wo man auch die begrabene Leiche eines Mädchens fand. Die Ermittler kamen ihnen auf die Spur, da man in einigen Videos seinen australischen Akzent feststellen konnte. Er wurde wegen Betrugs, Mordes, Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Seine Urteilsverkündung steht anscheinend aber noch aus. Peter Scully wird wahrscheinlich den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Seine Machwerke und Videos und seine Geschichten werden aber weiterhin im Darknet zu finden sein. Es gibt nicht viele Menschen, die diese Videos wirklich gesehen haben. Die meisten Bilder auf Google, zum Beispiel das hier, das ich euch zensiert zeige, ist von einem japanischen Horrorfilm mit dem Namen Chinipic Flowers of Flesh and Blood. Also die meisten Videos, die man hier findet und auch die meisten Bilder und ähnliches sind fake und sind nicht die Originalaufnahmen. Solltet ihr im Besitz von echten Videos von Peter Scully sein, so macht ihr euch natürlich strafbar. Ja, das ist die Geschichte von ihm. Ich hoffe, euch hat's gefallen, diese kleine Zusammenfassung. Und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Video.